Machen wir uns nichts vor. Lovecrafts Werk in 10 Minuten zu verstehen ist unmöglich. Genauso wie den immensen Einfluss zu begreifen, den er auf fast alle Bereiche der Popkultur ausübt. Aber vielleicht dürfen wir uns zumindest fragen, was ihn so besonders macht und wie der einst unterschätzte Schriftsteller zum Begründer einer mittlerweile allseits bekannten Kosmogonie wurde. Schlagen wir also das Totenbuch auf und finden heraus, warum die großen Alten immer noch auf unseren armen sterblichen Geist einwirken. Oder wie der gute alte Abdul al-Hazred sagen würde. Die heutige Popkultur und das Internet lassen glauben, dass Cthulhu, die großen Alten, das Necronomicon oder die Stadt Arkham keiner weiteren Erklärung bedürfen. Als ob Howard Phillips Lovecrafts Kosmos nun endlich allen ein Begriff ist. Was nicht unbedingt heißt, dass heute mehr Menschen seine Geschichten lesen als vor einem Jahrhundert. Als ich dieses Buch illustriert habe, kam mir ein Gedanke, den ich, wenn ich es anderen Leuten und vor allem Verlegern empfehle, immer zum Ausdruck bringe. Ich sehe Lovecraft als ehemaligen Underground- oder im 70er-Jahre-Jargon als Subkultur-Autor, der mit einem Mal zum gefeierten Star der Popkultur avancierte. Er wurde zu einem regelrechten Popkultur-Autor, ohne dass es jemand bemerkt hat. Cthulhu kennt heute jeder, aber nicht jeder weiß, wer es erfunden hat und was sich genau dahinter verbirgt. Aber wann wurde dieser diskreditierte, aus seiner Epoche fallende und seitdem in die Archive der Pulp-Magazine verbannte Autor zu einem Kultschriftsteller? Yes. A magnificent nightmare. Ich habe Lovecraft entdeckt, als ich wie viele Gamer das Rollenspiel Call of Cthulhu von Chaosium aus den 80er Jahren gespielt habe. Danach habe ich fast alle seine Erzählungen gelesen. Das war im Alter zwischen 16 und 20. Seitdem kann ich nicht genug davon kriegen. Lovecraft hat eine zusammenhängende Kosmogonie geschaffen. Manche Figuren treten immer wieder auf. Dadurch wird das Lesen viel spannender. Und man kann sich die dargestellte Welt viel besser vorstellen. Kurz gefasst beschreibt Lovecrafts Kosmogonie eine unbedeutende und im Weltall herumwandelnde Menschheit und neben ihr existierende uralte und mächtige Gottheiten, die großen Alten. Die in uns fremden Sphären wandelnden Kreaturen und ihre dem Urchaos entsprungenen Gräueltaten würden uns bei der Entdeckung dieser fremden Realität in den Wahnsinn treiben. Während Rollenspiele diese Mythologie getreu weiterverarbeiten, konzentrieren sich die Filmemacher der 80er und 90er lieber auf deren Schockfaktor und bringen mit etlichen B-Movies Schwung in die liederliche Videothekenszene. Was den mythischen Autor jedoch nicht davor bewahrte, entgegen des romantischen Bildes vom verfemten Dichter zum Objekt zahlreicher wissenschaftlicher Studien zu werden. Er ist ein Künstler, der auf der gleichen Stufe wie Proust, Kafka, Edgar Allan Poe oder Borges steht. Deshalb hat er auch einen so starken Einfluss auf Autoren wie Stephen King. Er ist ein wegweisender Literat, dessen Werk wir nur zu einem kleinen Teil kennen. Das Revolutionäre sind wie bei Kafka seine Beschreibungen, in denen das unbekannte Grauen plötzlich in die Realität hereinbricht. Es geht um das Gefangensein des Menschen in der Zeit und um die Frage, was vor ihm war. Und wenn es noch greifbare Überbleibsel aus dieser Zeit gibt, wie kann man diese heute mit uns zusammenbringen?
Dennoch hat der Horrorautor auch heute wenig Leser. Vor allem im Vergleich zu Bestseller-Autoren wie Clive Barker oder Stephen King. Wie kommt es also, dass die Popkultur so fasziniert ist von Lovecrafts kosmischem Horror, von seiner Kreation des übersinnlichen Schreckens? In den 30er Jahren verbringt Robert E. Howard, der Begründer des Heroic-Fantasy-Genres, schweißtreibende Nächte mit dem Entwurf seiner Figur Conan der Cimmerier und der dazugehörigen komplexen Welt. In his eyes were like burning coal. Und niemand anders als Lovecraft hilft ihm per Briefwechsel bei der Erstellung einer detaillierten Weltkarte des hyborischen Zeitalters. Als ob Lovecraft Bücher über diese Welt mit ihren Landschaften und Volksstämmen gelesen oder selbst dort gelebt hätte. Es gibt etwas, das in gewisser Weise schon in Lovecrafts Werk da ist. Das Konzept, etwas zu beschreiben, von dem er selbst als Autor nur gehört hat. Dazu kommt noch eine wissenschaftliche Komponente. In den 20er und 30er Jahren gab es zahlreiche Entdeckungen in der Physik und die Archäologie erlebte einen wahren Boom. All das übte eine enorme Faszination auf ihn aus und er ließ keine Gelegenheit aus, neue Entdeckungen in seine Geschichten einzubauen. Yes, I have an appointment. Howard P. Lovecraft. Während andere Autoren der 20er Jahre doppelt so clever sein mussten, um ihre Leser von ihren Welten zu überzeugen, schafft Lovecraft es, mit seinen Methoden und Recherchen die verrücktesten Ideen glaubhaft zu vermitteln. Auch heute glauben viele Leser, dass seine Erzählungen die Realität widerspiegeln. Und manche wollen sogar das Necronomicon konsultieren, das angeblich im Vatikan oder in Kairo aufbewahrt wird. Diese imaginäre Welt entwickelt er vor allen Dingen während seiner Lebenskrisen, zum Beispiel nach dem Tod seiner Mutter. Er war damals etwa 25. Es sind Traumfetzen, die er Schritt für Schritt herauslöst und in immer wieder neuer Form in seine Geschichten einfügt. Diese Neugier nach dem Unbekannten ist typisch für jene Zeit. Zum ersten Mal erforscht zum Beispiel ein Expeditionsteam den Meeresgrund vor den Galapagos-Inseln. Radio und Telefon spielen auch eine große Rolle. Nicht wegen ihres Zwecks, sondern weil sie zur realen Welt gehören und gleichzeitig sehr viel mehr unbekannte Komponenten enthalten als angenommen. Wie gelingt es Lovecraft, das Unvereinbare zu vereinen? Indem er seine größten Ängste durch Fantasiewelten verarbeitet und mit seiner Begeisterung für die Wissenschaft und die Archäologie verbindet. Er erzählt uns in journalistischer Genauigkeit von seinen Erlebnissen in der fernen Welt. Eine Arbeit, die Bauchgefühl und Verstand erfordert und durch die er sich einem Begriff annähert, der fast zu seinem Markenzeichen geworden ist. Das Unbeschreibliche. Es gibt zwei grobe Richtungen in Lovecrafts Fantasiewelt. Eine ist die des Unbeschreiblichen. Das sind Dinge, die sich nicht beschreiben lassen, weil sie zu rätselhaft, zu seltsam und zu verborgen sind. Mich interessieren vor allem in seinen längeren, bekannteren Erzählungen die Stellen, die dagegen sehr ausführlich und manchmal fast zu detailliert beschrieben sind. Indem er sich in seiner Innenwelt in ähnliche Tiefen wie bei einer Expedition an den Meeresgrund wagt, bringt Lovecraft all unsere verborgenen Ängste und Schreckensgespenster ans Licht. Der Psychiater Carl Gustav Jung bezeichnete diese als Schatten. Dass sein imaginärer Kosmos mittlerweile ein Maßstab ist und sogar denen ein Begriff, die nichts von ihm gelesen haben, liegt daran,
dass diese grausame, unbeschreibliche Welt Teil unseres kollektiven Unbewussten ist. Sie ist Teil der Menschheitsgeschichte, da sie uns, genau wie unsere großen Autoren, inspiriert und geprägt hat. My first guest today just announced his candidacy for President of the United States. Give a warm welcome to the great old one himself, Cthulhu! Hey, Alpha! My first question, Cthulhu, as a citizen of Relay, are you eligible to run for president? Under your chairs. You get a car, you get a car, everyone gets a new car.